El Al hat Ambitionen und möchte so ein bisschen so wie Qatar Airways sein, vielleicht aber auch wie Emirates Airlines. Des Weiteren, Qatar Airways will die Crew mit dem Ernährungskeule irgendwie kriegen. Vielleicht haben sie das Gefühl, dass einige von Crews, ja, wie soll man sagen, etwas Ernährungsprobleme haben. Des Weiteren, Thailand setzt auf weitere Vereinfachung der Einreise. Und natürlich IHG Rewards, oder muss ich sagen, IHG One Rewards, ich kann mich da immer noch nicht dran gewöhnen, hat immer noch eine Status-Challenge. Da sollten wir uns nochmal drauf stürzen. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig, wie immer, denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Verzeiht mir, wenn ich euch gestern auf die ganzen Sachen keine Antwort geben konnte, auch auf WhatsApp und so weiter. Ihr merkt es vielleicht an meiner Stimme, eine Sommergrippe hat mich flach gelegt. Aber Gott sei Dank noch nicht dahin gerafft. Aber deshalb werde ich zwischendurch immer so ein bisschen was trinken. Das erste Thema ist El Al. El Al möchte so ein bisschen in das Geschäft der Großen einsteigen. Die Großen sind ja natürlich Emirates oder Qatar Airways. Und man möchte einfach mal gucken, wie viel man von den 4,6 Millionen Menschen, die vor der Pandemie nach Israel reisten, wieder bekommen kann. Ich selber war auch mehrfach in Israel. Warum? Ganz einfach. Ich war in Bethlehem zu Weihnachten, das Tote Meer, Jerusalem, Via Dolorosa, Negerwüste, aber natürlich auch Tel Aviv. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, um da mal mit euch hinzufliegen und dann so eine Art Gruppenreise zu machen. Ich finde Israel spannend, richtig geil. Und nachdem man ja jetzt El Al irgendwie auf Vordermann bringen möchte, ist das so, dass man den Umsatz steigern möchte. Warum? Ganz einfach, weil man die Transfers ins Auge fasst. Emirates Airlines und wie die ganzen Fluggesellschaften heißen, sind ja Fluggesellschaften, die Passagiere von A über Dubai nach B bringen. Und das ist halt das, was es ist. Und die Lage in Israel, Tel Aviv, ist ja auch nicht so schlecht. Es seien Fluggesellschaften genannt, die dasselbe Konzept haben. Turkish Airlines, Qatar Airways, aber auch Iran Air möchte das irgendwann mal so machen. Wir erinnern uns ja an die große Bestellung. Und wenn man sich das anguckt, es steigt keiner in Tel Aviv um. Wer mit El Al reist, möchte nach Israel. Warum? Ganz einfach. Das Dilemma ist, dass die Umsteigezeiten in Israel ein Riesenproblem sind. Die Umsteigezeiten sind deshalb ein Riesenproblem, weil natürlich die Sicherheit bei der El Al und in Israel ganz, ganz weit vorne sind. Und man fliegt natürlich nach Hongkong, Indien, Kanada, Südafrika, USA, Thailand, Seychellen. Wir haben ja auch Flüge in Zürich oder wir haben sie auch in anderen Zielen. Aber man möchte jetzt auch mehr Umsteigezeit machen. Umsteiger machen. Aber die Umsteigezeit ist halt das Problem. Die Umsteigezeiten sind wesentlich länger als in Istanbul oder aber auch in Doha. Denn die Sicherheitskontrollen von den Israelis, ein Nightmare. Ich selber habe das auch öfters gehabt. Man wird ausgefragt, durchgefragt. Und des Weiteren gibt es natürlich auch am Samstag keine Flüge. Das sind natürlich Themen, die die Israelis etwas als Problem haben. Und man muss einfach mal gucken. Jetzt, nachdem es Flüge auch Richtung Dubai gibt und so weiter und man sich da auch etwas weiter öffnet, ist das natürlich ein Riesenmarkt, der sich in meinen Augen dort bildet. Sagt ihr, das ist eine riesengute Idee oder ist das einfach, nö, der Service ist schlecht, das ist ein Riesenproblem, ich habe da keinen Bock drauf. Und vor allem, wenn man da durch die Sicherheitskontrolle permanent muss, dass das etwas ist, da haben wir keine Böcke drauf? Oder was ist da euer Take auf dieser Geschichte? Der Nachbar, ja, der Nachbar ist das. Und zwar ist das, der Nachbar ist Qatar Airways. Und zwar ist das so, die wollen da jetzt einfach mal schauen, wie sich die Crew ernährt. Wer bei Qatar Airways arbeiten möchte, muss natürlich die Voraussetzungen erfüllen. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass man den Koffer in die Bin tun kann.
Und also das heißt, man muss in der Lage sein, auf eine Höhe von 2,12 Meter zu greifen. Und die Frauen dürfen sich nicht auf die Zehenspitzen stellen. Und wichtigerweise natürlich Fitness und Gesundheit. Wenn man natürlich jetzt nicht so eindeutig das Ganze mal sich angucken kann, kann man einfach sagen, dass dieser BMI natürlich ein Riesenproblem ist. Und der muss einfach im Normalgewichtsbereich sein. Warum? Ganz einfach. Ja, der BMI ist anscheinend ein Indikator für die Gesundheit. Ich habe schwere Knochen, deshalb wiege ich auch mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich über Fluggleiter weg bin, aber 2,12 Meter kann ich machen. Also mein Arm geht fast 3 Meter hoch. Also insofern kein Problem. Ich glaube, ich habe ins 3-Meter-Brett fassen können von unten. Also insofern mit 2,1 Meter hier, mit dem Kapperl auf vielleicht 2,2 Meter, ich weiß es nicht, ist das natürlich kein Problem. Und man macht natürlich da sehr viel Aufwand, weil man natürlich Personal haben will, das gesund ist, aber auch gut aussieht. Das ist bei den Fluggesellschaften ein Riesenthema. Niki Lauda hat ja auch die Flugbegleiterinnen Hand verlesen. Und man wird halt beraten, welche Lebensmittel man essen soll, welche man vermeiden soll, einfach um die Gesundheit zu verbessern. Und dieses gilt natürlich nicht nur für die Pilotinnen, Entschuldigung, für die Kabine, sondern auch für die Piloten und Pilotinnen. Eigentlich den Einwand, aber es gibt da keine Erwähnung, Pilotinnen, sondern es geht sich da nur um die Kabine. Sagt ihr, ja, ich will auch was fürs Auge haben, das ist wichtig für mich, oder sagt ihr, nö, das ist mir eigentlich wurscht oder so ist, wie es ist. Also ich persönlich denke, das sollte für alle gelten, dass man da auf Gesundheit achtet und das ist in meinen Augen in der heutigen Zeit sehr wichtig. Vielleicht soll ich auch mal anfangen, eine Diät zu machen. Könnt ihr unten kommentieren, was ihr denkt. Thailand. Thailand ist ja eine Einreise, die richtig ein Problem war. Aber es gibt jetzt wieder Nachrichten, die uns positiv stimmen. Denn vom 1. Juli an muss man nur noch einen Impfausweis oder einen negativen Corona-Test zeigen, damit man reinkommt. Die bisherige Online-Registrierung, also dieser Thailand-Pass, den man brauchte, aber auch eine Versicherung für eine Covid-Erkrankung ist nicht mehr erforderlich. Ihr müsst trotzdem da einen Gesundheitsnachweis haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch eine Krankenkassenkarte haben, dass ihr das bezahlen könnt. Sollte man aber immer auf einer Reise haben, also insofern halte ich das jetzt nicht für problematisch. Die Maskenpflicht im Freien wird abgeschafft und nur noch für große Menschenansammlungen vorgeschrieben. Die Lockerungen wurden am Freitag gemacht, nachdem das CCSA, das ist ein Krisenzentrum für Covid, wenn ich das mal so flachs übersetzen sollte, und dadurch, dass die Infektionszahlen gesunken sind und am Freitag die Gesundheitsbehörden 1900 neue Fälle und 19 Todesopfer in Verbindung mit Covid gebracht haben. Deshalb dürfen ab Juli natürlich auch die Bars und die Vergnügungsstätten wieder bis 2 Uhr morgens öffnen und nicht nur bis Mitternacht, wie es bis jetzt der Fall ist. Man hofft natürlich auch durch die Lockerung wieder Verbraucherinnen und Verbraucher anzulocken. Aber ganz genau so heißt das. Die Zahl soll mindestens bis 7,5 Millionen Feriengäste steigen, sagt der Tourismusminister Pifat Ratchakitprakarn. Die Branche in Thailand, die den Tourismus beinhaltet, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber man ist weit von den Zahlen von 2019 entfernt. 40 Millionen Menschen in das für seine herrlichen Strände, Tempel und Dschungel bekannte Urlaubsziel. Ich persönlich bin gerne in Thailand. Ich bin jetzt nicht so ein richtiger Thai-Fan wie viele aus der Hardcore-Gemeinde. Aber ich glaube einfach, dass Thailand eine Reise wert ist. Kommentiert unten. Ich habe ja auch, glaube ich, Leute, die nach Thailand wollen und da auch waren. Aber sich natürlich jetzt freuen, wenn sie da öfters hinfliegen können, ohne viel Stress. Einmal wieder die Stimme geölt. Erkältung, was willst du machen? Aber für euch mache ich das natürlich hier. Wir haben auch noch etwas aus dem Bereich der Meilenpunkte und des Status. Es gibt bei IAG eine Platin- und eine Diamond-Challenge. IAG hat ja das neue Programm ausgerollt und da gibt es natürlich jetzt diese Geschichte. Man kann, wenn man den Status-Match macht, kann man da mit 5 Nächten den Platin-Status behalten, mit 10 mehr Nächten, also mit 15 Nächten kann man den Diamond-Status behalten. Das ist für jeden verfügbar, ganz wichtig. Und man muss halt einfach nur gucken, welches der Programme gültig ist. Außerdem muss man außerhalb von Greater China sein. Die 120 Tage, in denen man diese Nächte bringen muss, zählen ab dem Datum, wo man sich registriert hat.
Die Registrierung schließt am 31. Juli 2022. Noch ein bisschen Zeit, also wir können noch ein bisschen schieben. Und man bekommt sofort natürlich einen Platin-Status. Das Angebot ist für 120 Tage, aber die Webseite sagt bis 31. Dezember 2022. Also bin mal gespannt. 5 Nächte, um den Platin zu machen, 15, um den Diamond zu machen. Und dem wird man den Status bis zum 31.12.2023 behalten. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch den Arcor-Status, den man matchen kann. Dann von Best Western, Choice Privileges, Marriott Bonvoy, World of Hyatt, Wyndham Rewards und dann natürlich nochmal die ganzen Benefits. Was ist die Conclusio aus der ganzen Geschichte? Die Conclusio ist, dass man hier sagen muss, es ist ein okay Angebot. Ich selber bin kein großer Freund von IHG, das sage ich ganz ehrlich. Aber es ist ein exzellentes Angebot, um den Status zu bekommen. Und man kann so den Status einfach mal ausprobieren. Man kann auch 40 Nächte konsumieren, damit man auch Lounge Access bekommt. Man hat also nicht alle Vorteile direkt, aber insofern ist es doch eine gute Geschichte. Kleiner Hinweis, wenn ihr schon den Diamond-Status habt, dann könnt ihr auch die Ambassador-Karte kaufen von IHG. Und damit würdet ihr den Status auch verlängert bekommen mit 0 Nächten. Ich persönlich würde aber vorschlagen, wartet, bis es ein Angebot gibt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Auch wenn ich angeschlagen bin, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren, ein Like da lassen. Ich versuche mich auszukurieren, es tut mir leid. Denkt dran, am 21. Juni haben wir wieder Stammtisch in Berlin, ganz genau, vor der ILA. Also, danke, dass ihr da wart. Bis dann, ciao.